Wie du dich als Mann anziehen solltest, wenn dich Mode und Style eigentlich gar nicht interessieren. 6 Tipps dafür gebe ich dir in diesem Video. Das erste ist, realisiere, dass es von Bedeutung ist, dass du dich gut anziehst. Denn wenn du dich gut anziehst, machst du 2 Dinge. Das erste ist, du zeigst den Leuten, wie wichtig dir die Situation ist. Also sagen wir, du bist beispielsweise auf einem Date und du kommst unrasiert, ungepflegt, mit fleckigem Shirt zum Date. Was denkst du, was die Frau einen Eindruck von dir hat? Und was sie denkt, wie viel wert dir dieses Date ist oder die Zeit mit ihr dir wert ist. Genauso beispielsweise bei einem Bewerbungsgespräch. Sagen wir, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einem Kunden, dem du etwas verkaufen möchtest. Und du kommst einfach in fleckigem Hemd, mit Schlabbershirt, unrasiert. Die Leute werden denken, okay, warum bist du überhaupt hier? Du legst offensichtlich gar keinen Wert, in dieser Situation gut auszusehen. Deshalb bist du hier von Anfang an kläglich zum Scheitern verurteilt. Das zweite, was du machst, ist einen Halo-Effekt zu kreieren, wenn du dich gut anziehst. Und der Halo-Effekt besagt, dass man sich ein Urteil über Menschen bildet, anhand von einiger weniger Informationen, die man über diese Person hat. Das bedeutet, man sieht dich und man sieht, ah okay, der Typ hat ein cooles Outfit an, der Typ stylt sich gut, der Typ legt offensichtlich Wert auf sein Äußeres, der Typ ist wahrscheinlich Erfolg gewöhnt, so wie er aussieht. Und man wird dich anhand dieser kleinen Informationen, die man über dich hat, über den ganzen Zeitraum, in dem man dich kennt, auf diese Art und Weise behandeln. Man wird dich quasi durch eine Linse wahrnehmen oder durch eine Sonnenbrille, die ein bisschen gefärbt ist. Sie zeigt nicht dein wahres Ich, sondern man beurteilt dich anhand dieses Vorurteils, was man innerhalb der ersten 5 Sekunden über dich getroffen hat. Der zweite Punkt ist, fokussiere dich auf die Basics und lege ein gutes Fundament in deiner Garderobe. Das nennt man auch Kapselgarderobe und du musst dir hier auch klar werden, dass die Messlatte für Männer nicht besonders hoch ist. Gerade für Männer liegt die Messlatte nicht besonders hoch. Du musst nicht extrem fancy sein, du musst nicht irgendwelche richtig krassen Styles zusammenstellen, um auf positive Art aus der Masse herauszustechen, sondern du brauchst ein gutes Fundament. Achte darauf, dass du dir nicht die billigsten Klamotten holst, sondern dass die Klamotten einigermaßen gute Qualität haben. Achte auf deinen Fit, denn der Fit ist King und das weißt du, wenn du diese Videos guckst. Achte darauf, dass deine Klamotten sauber sind und achte darauf, dass du nicht irgendwelche zu krassen Muster oder irgendwelche lauten Logos in deiner Garderobe hast, sondern fokussiere dich auf einen einfachen, aber effektiven Style. Gute Marken für Basics, wenn du dir neue zulegen möchtest, sind Arquette, COS und Uniqlo. Folge keinen Trends. Dieser Punkt gilt natürlich besonders für dich, wenn du dich nicht für Mode interessierst. Trends, vor allen Dingen das, was man auf Laufstegen sieht, ist auch gar nicht alltagstauglich. Es ist meistens nicht praktisch und man braucht schon eine Menge tiefes Wissen über Mode, über Kultur, damit man diese Trends überhaupt interpretieren kann und auch für sich selber anwenden. Und vor allen Dingen sind Trends dazu da, um sich auszuprobieren. Das bedeutet, wenn man vielleicht eine neue Seite an sich selber kennenlernen möchte, ja, wenn man irgendwie sich normalerweise sehr, sehr schick und schnieke anzieht, aber jetzt irgendwelche Sachen sieht, die so ein bisschen edgy sind, die so ein bisschen außerhalb der Norm sind und man bekommt einfach Lust darauf, diesen Trend mitzumachen, wenn einem die eigene Garderobe langweilig geworden ist. Für sowas ist Trends gut, aber wenn dich Mode und Styling nicht interessiert, brauchst du keinen Trends zu folgen, sondern fokussiere dich, wie im Schritt vorher genannt, lieber auf die Basics. Du brauchst nur 3 oder 4 Hosen, je nachdem, ob man die Sporthose dazu zählt, aber du brauchst nur eine Chinohose, du brauchst eine gute Stoffhose und du brauchst eine dunkle Jeans. Das sind 3 Hosen, die du brauchst. Und dann noch eine Sporthose, natürlich für den Sport, die darf auch nicht fehlen. Aber mehr als diese Hosen brauchst du gar nicht und du bist für jede Situation gut angezogen und gut gewappnet. Achte auch hier wieder auf die Zeitlosigkeit. Du willst dich von Trends fernhalten, also nichts kaufen, was zu baggy ist und zu lose. Nichts kaufen, was zu skinny ist, sondern einfach beispielsweise die Jeans, eine schöne Jeans, die schmal geschnitten ist, dein Bein speichelt, aber dabei nicht zu eng sitzt. Gute Jeanshosen bekommst du natürlich von Levi's. Dockers ist eine Marke, die besonders für Chinohosen gut geeignet ist. Wenn du nach guten Stoffhosen suchst, kannst du bei Theory vorbeischauen. Und was Sporthosen angeht, bin ich auf jeden Fall ein Fan von Nike. Also die kannst du auch gerne auschecken, wenn du nach neuen Hosen suchst. Du brauchst außerdem nicht mehr als 3 Paar Schuhe. Das sind einmal Sneaker, die du natürlich brauchst. Ein paar an Lederschuhen, das können entweder Loafer oder Schnürschuhe sein und ein paar an Boots und du bist good to go. Kombiniere die 3 Paar Schuhe in Rotation mit deinen Jeans, Chino und Stoffhosen und du kannst jeden Tag einen anderen Fit pullen. Wenn du sportliche Sneaker bevorzugst, dann kannst du hier auch gerne zu Nike greifen,
Andernfalls kann ich dir hier Common Project Schuhe empfehlen, wenn du diesen zeitlosen und auch vielseitigeren Stil bevorzugst. Was Lederschuhe angeht, gibt es die Marke Magnani, ist eine spanische Marke, die stellt sowohl gute Laufer her als auch gute Lederschnürschuhe. Und wenn du neue Boots haben möchtest, dann kann ich dir die Marke Gent empfehlen oder aber All Saints. Der sechste und letzte Punkt ist, halte deine Garderobe in neutralen Farben. Das liegt einfach daran, dass Farben gut zu kombinieren ziemlich aufwendig ist. Es nimmt eine Menge Zeit in Anspruch, wenn du Farben immer wieder aufs Neue gut kombinieren möchtest. Außerdem ist deine Garderobe in neutralen Farben extrem vielfältig. Man kann Farben natürlich auch in seine Garderobe mit einbringen. Man kann natürlich auch Farben wählen, die dem eigenen Hautton beispielsweise sehr schmeicheln und wodurch man einfach lebendiger aussieht und nochmal einen besseren Eindruck macht. Aber wenn du deine Garderobe extrem basic halten möchtest, wenn du keinen Bock hast, deine Zeit in Style und in Mode und in Farben zu stecken, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, deine Garderobe so neutral zu halten, wie es geht. In den Farben Schwarz, Weiß, Braun, Marineblau und Beige. Mit diesen neutralen Farben kannst du deine Kleidungsstücke blind untereinander kombinieren. Wenn du diese 6 Schritte befolgst, wirst du jeden Tag nicht nur weit überdurchschnittlich gut aussehen, sondern auch im Allgemeinen einfach sehr gut. Und das, obwohl du dich nicht für Mode oder Style interessierst. Und wenn du genau dabei Hilfe brauchst, dir diese coole neutrale Garderobe aufzubauen, oder wenn wir das Ganze natürlich auch noch ein bisschen mehr auf dich abstimmen sollen, wenn du sagst, ey, klingt alles cool, aber ich hätte vielleicht ein, zwei Highlight-Pieces noch in meinem Kleiderschrank drin, vielleicht ein, zwei Farben, die mich auszeichnen, dann kann ich dir dabei helfen, denn ich bin Style-Coach und wie du weißt, mache ich genau das. Ich mache Umstylings mit meinen Teilnehmern, die bisher entweder keine Ahnung von Mode hatten, die sich teilweise nicht für Mode interessieren, die aber auch schon länger Modethemen verfolgen, aber einfach Hilfe von einem Fachmann wollen, der ihnen eine coole Garderobe zusammenstellt. Mit dabei ist außerdem noch ein Fotoshooting mit deinen neuen Outfits, sodass deine Außenwirkung auch komplett ist, du geile Bilder hast für Social-Media-Plattformen, für Online-Dating-Plattformen, Bewerbungen, überall, wo man gute Bilder braucht. Und wenn du an all dem Interesse hast, dann trag dich gerne unten auf meiner Website ein. Ich verlinke sie dir im Kommentarbereich, wie auch in der Beschreibung. Kannst dich dort eintragen im Kontaktformular mit deinem Namen, deiner Telefonnummer und einer kurzen Nachricht an mich. Ich schaue mir das Ganze durch, werde mich innerhalb der nächsten Tage bei dir zurückmelden. Wir quatschen dann einmal kurz, wo du styletechnisch stehst, wo du styletechnisch hin möchtest, was genau deine Ziele sind im Bereich Styling, also was genau möchtest du damit erreichen. Wer weiß, wenn alles von beiden Seiten passt, gehen wir deine Ziele vielleicht auch bald zusammen an, bringen deinen Style auf das nächste Level. In diesem Sinne, ich hoffe, du hattest Spaß beim Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.